Die autonome finnische Provinz Åland kommt dem gemeinen Weinliebhaber sicher nicht als Ursprung edler Tropfen in den Sinn. Aber Ingmar Eriksson ist hier seit Jahren Winzer. Weil es für Trauben zu kalt ist, nimmt er Äpfel als Grundlage. Das Prinzip und die Vorgehensweise sind die gleichen wie mit Trauben. Wir zerdrücken die Äpfel, dann wird der Saft gekeltert und in diese Tanks gefüllt. Und dann geben wir Zucker und Hefe hinzu. Immerhin 30.000 Liter Apfelwein entstehen so jedes Jahr. Das Getränk schmeckt unverkennbar nach Apfel, jedoch mit leichten Nussnoten. Wir nehmen 5 verschiedene Apfelsorten für unseren Wein. Aber welche Sorten verraten wir nicht? Das ist unser Geheimnis. In Finnland wird der Verkauf von Alkohol streng kontrolliert. Bis 1995 war es Landwirten verboten, vergorene oder destillierte Produkte zu verkaufen. Doch seither dürfen sie wieder Wein produzieren, verkaufen und ausschenken. Restaurants in Åland sind auf den Zug aufgesprungen und bieten Erikssons Tropfen an. Wenn es nun um gastronomische Perfektion geht, würde ich den Apfelwein wohl nicht wählen. Aber wenn es etwas Außergewöhnliches zur lokalen Küche sein soll, dann schon. In erster Linie trinken Touristen den Wein und nach Ansicht einiger Kenner kann er durchaus zum Essen gereicht werden, so wie auch herkömmlicher Wein. Aber letztlich sollte man sich doch hüten, Äpfel mit Trauben zu vergleichen.